Gier frisst Hirn und ist an der Börse mindestens genauso gefährlich wie Angst und Panik. Gleich mehr dazu auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen auf Aktienlust TV, ja, zu einem weiteren Update. Ja, und die Börse bleibt freundlich, auch wenn es heute mal im DAX Gewinnmitnahmen gibt. Ich traue mich gar nicht, die Prognose zu stellen. Das könnte der Beginn der überfälligen Korrektur oder Konsolidierung sein. Ja, und da sind wir ja am entscheidenden Punkt, und das wird ja teilweise auch schon unter unseren Videos kritisiert, dass wir aktuell uns so schwammig ausdrücken. Aber wir können gar nichts anderes tun, als aktuell schwammig zu bleiben, weil, wie gesagt, es gibt einfach Argumente für eine weitere Tendenz nach oben als auch für eine überfällige Konsolidierung. Das ist nun mal so. Wir beziehen immer klar Stellung, wenn wir von etwas überzeugt sind, so wie wir es in den Tiefständen waren, mehr zu sagen, jetzt kann man wieder kaufen, oder auch zu Beginn des Jahres, als wir zu Gewinnmitnahmen geraten haben. Und klar ist auch aktuell, wir haben unsere Cash-Reserven jetzt von 20%, die wir schon vor einer Woche zwei jetzt angeraten hatten, als wir eigentlich schon davon ausgegangen sind, dass wir allmählich wieder mal ein bisschen konsolidieren sollten. Die haben wir noch nicht investiert. Ja, und auch in unserem Echtgelddepot, das ist ja das, was einige Leser oder Zuschauer von Aktienlust hier nachvollziehen auf eToro, da sind wir aktuell immer zwischen 50% und 30% mit liquiden Mitteln an der Seitenlinie und warten eigentlich darauf, dass wir auch nochmal günstiger zum Zug kommen und sind sogar bereit, da auch nochmal komplett Cash zu machen. Wie gesagt, das ist halt das Schwierige. Und da komme ich nochmal auf das private Anleger- oder Anlageverhalten von mir persönlich zu sprechen, weil es unterscheidet sich eben, wie man ja perspektivisch seine Depots ausgerichtet hat. Ja, ich habe verschiedene Ansätze, das habe ich schon mehrfach dargelegt. Ein Depot wirklich, wo ich die IT-Giganten, die Wachstumsgranaten alle drin habe und verändere daran gar nichts. Da bleibt alles so, wie es ist. Und da toleriere ich auch mal größere Korrekturen oder mein Dividendenportfolio, was ich eben mal aufstocke, wenn es an der Börse rappelt. Und natürlich dann auch mein Aktivdepot, wo ich einfach wirklich versuche, auch Chancen zu nutzen. Und da habe ich aktuell einfach Cash, obwohl ich sogar kurzfristig noch Luft nach oben sehe. Weil, wie gesagt, die Stimmungsindikatoren sind noch nicht sämtlich wirklich in diesem gefährlichen Euphoriebereich. Wenn wir uns den Fear and Greed Index mal anschauen, den habe ich ja auch dabei. Ja, da sind wir aktuell bei 68%. Das ist noch alles andere als wirklich zu euphorisch. Und wenn Sie eben auch diesen langfristigen Bereich sehen oder den langfristigen Blick auf den Fear and Greed, da sehen Sie das auch. Wie gesagt, wir sind zwar jetzt wieder in diesem Gierbereich, aber noch nicht im extremen Bereich, wo dann auch von dieser Seite aus eigentlich die Luft entscheidend wieder dünner wird. Doch, und das gilt es auch festzustellen, es gibt erste Ansätze von Gier. Ja, das zeigt sich schon darin, dass, wenn man kritische Berichte liefert, auch auf YouTube oder auf unserem Kanal zu einzelnen Aktien, da steigt sofort die Kritik auch von Zuschauern, die sagen, hey, was habt ihr gegen die Aktie, die läuft doch alles super. Man will einfach nichts Kritisches mehr hören. Und es zeigt sich natürlich auch in Einzelgeschichten wie gestern beispielsweise Nikola. Wir haben Nikola im Zusammenhang mit Nel Asa hier zuletzt mal thematisiert. Ja, gestern schoss die Aktie von Nikola um über 100% nach oben wegen einer Ankündigung. Und da wurde der Börsenwert mal glatt von 13 auf 26 Milliarden Dollar verdoppelt für ein Unternehmen, das gerade mal mit 150 Millionen Dollar Umsatz plant, hochdefizitär ist. Ja, es gab eine Ankündigung, dass man ab dem 29. Juni ja einen Pickup namens Badger ordern kann. Ja, Nikola möchte bis in 2024 insgesamt 12.000 Pickup-Trucks oder Trucks verkaufen auf Batterie- oder Wasserstoff, also Brennstoffzellenbasis.
und wird eben in vielen Boards, Börsenbriefen etc. als die neue Tesla hochgejubelt. Und da investieren viele Anleger, ohne eigentlich wahrscheinlich zu wissen, was das Unternehmen, was Nikola überhaupt macht. Witzigerweise Nikola Tesla. Also Tesla ist ja praktisch der Namensgeber oder der Vorname von Tesla war Nikola. Und das passt ja schon wieder irgendwie zusammen. Ein Schelm, der da irgendwie Böses dahinter vermutet. Aber wie gesagt, ich glaube, da gibt es auch viele, die investieren in Nikola, weil sie denken, haben die jetzt einen Impfstoff entwickelt gegen Corona? Nein, es geht darum, dass da auch ein neues Unternehmen, ein Startup da am Markt ist, das eben im Bereich der Trucks, Brennstoffzellen, Batterietechnik da an den Markt will und eben 2024 12.000 Fahrzeuge da produzieren und ausliefern will. Da vergisst man auch, dass beispielsweise Daimler mit Volvo aktuell ein Joint Venture macht, um in den Truckbereich ganz klar mit Brennstoffzellen da vorwärts zu gehen. Das ist ein ganz großer Player. Also da sieht man wirklich mal wieder diese Gier am Markt, die sich aktuell auftut. Das erinnert wirklich an beste neuer Markt sein. Und wenn Sie sich hier die Aktie von Nikola mal im Chart anschauen, da sehen Sie eben, was da aktuell los ist. Das ist wirklich beängstigend. Also wie gesagt, die Aktie 18, 19, ja bis ins Jahr 20 rein, um die $10, ja wie am Boden, wie bleizementiert. Dann hat man einen kleinen Höheflug gehabt, wahrscheinlich mit diesem Wasserstoffthema, dann ging es wieder zurück. Und dann jetzt, als Wasserstoff wieder thematisiert wurde, wahrscheinlich auch in vielen Fonds da irgendwie auch vertreten, geht es da mit der Aktie nach oben. Also wer da einsteigt, dem ist aus meiner Sicht definitiv nicht zu helfen, weil da wird das böse Erwachen so sicher kommen wie das Amen in der Kirche. Ja, blicken wir in dem Zusammenhang auch auf Tesla. Auch neues Allzeithoch gestern. Da ist die $1.000-Marke nicht mehr weit entfernt. Schlusskurs $950. Und ich war immer ein riesengroßer Fan von Tesla und auch schon immer relativ früh investiert. Aber ich muss sagen, bei $400 habe ich die Reißleine gezogen. Da ging mir das einfach eine Spur zu schnell, eine Spur zu weit. Und ich war eigentlich dann auch felsenfest davon überzeugt, dass wir jetzt nach diesem Ausbruch, der gefolgt ist, und wir haben ja in dem Corona-Crash nochmal diese $400 unterschritten, aber ich hätte mir sogar nochmal tiefere Kurse gewünscht. Vielleicht steige ich auch wieder mal ein, wenn Tesla nochmal auf $400 zurückfallen sollte, was ich nach wie vor für absolut möglich halte. Denn fundamental ist der aktuelle Börsenwert eigentlich kaum haltbar. Ja, da ist so viel Zukunftsfantasie dabei und natürlich so viel. Und das sagen jetzt werden auch wieder welche Schimmen. Nein, Tesla ist super, das ist ja nicht nur ein Autohersteller, das ist ein Technologieunternehmen. Ja, die Argumente kenne ich und zum Teil teile ich die auch, gerade beim Thema autonomes Fahren. Diese Datensätze, diese Erkenntnisse der letzten Jahre, die sind natürlich etwas wert. Aber ob das der aktuelle Börsenwert wirklich hergibt und vielleicht sogar noch mehr, das sei dahingestellt und ich bleibe dabei, sollten die Märkte wieder mal korrigieren. Da ist natürlich so eine Aktie extrem anfällig, weil sie halt aus Bewertungssicht einfach sehr, sehr teuer ist. Also, aber das ist Börse und wie gesagt, die jetzt bei Tesla investiert waren, auch bei $400 eingestiegen sind, die haben aktuell einfach recht. Die liegen da deutlich vorne, aber für mich, der natürlich sowohl ein Technologiefan ist und sehr, sehr gerne in Technologieaktien investiert. Ich möchte trotzdem auch eine gewisse fundamentale Komponente dabei haben. Und wie gesagt, ich bin nach wie vor nicht absolut davon überzeugt, dass auch die Elektromobilität das letzte Wort ist bei alternativen Antrieben. Ich bleibe dabei, Wasserstoff, Brennstoffzellentechnologie könnte viele Probleme gerade im Langstreckenbereich sicherlich langfristig lösen. Auch die ganze Energieerzeugung, das Thema Steuern etc., das lässt sich mit Wasserstoff deutlich einfacher regeln. Und manchmal sind eben die einfacher, auch für einen Staat einfachen Lösungen am Ende diejenigen, die sich durchsetzen werden. Aber wie gesagt, Tesla bleibt ein spannendes Unternehmen und ich scheue auch nicht davor, zurück da auch wieder einzusteigen, wenn ich mal wirklich günstige Kurse wieder sehe. Wo ich allerdings überhaupt gar keine Bauchschmerzen habe, aktuell wieder zu investieren, das sind unsere Goldminen-Favoriten, die jetzt wirklich ordentlich korrigiert haben. Und da muss man wirklich mal das in Relation sehen, der Goldpreis. Wie gesagt, in der Spitze jetzt $1,750 erreicht. Jetzt hat man mal
im Tief auf 1680, 1670 korrigiert. Heute sind wir wieder bei 1710 in etwa. Also das ist nicht weit von der Spitze entfernt, aber die Goldminen haben ordentlich mal korrigiert. Das war auch gesund, das war auch notwendig. Das haben wir auch avisiert, dass das definitiv möglich sein wird. Und wenn wir uns jetzt die Charts anschauen, da sieht das schon alles wieder sehr, sehr attraktiv aus. Also Kinross in der Spitze bei knapp 8 Dollar, jetzt sind wir wieder im Bereich von 6 Dollar. Da haben wir eine Unterstützung in dem Bereich. Also ich glaube, da kann man so viel nicht mehr verkehrt machen. Eine Newman hat eben von in der Spitze 70 Dollar jetzt korrigiert auf 53 Dollar, das ist auch schon ordentlich. Sie sehen, da gibt es eine kleine Unterstützung. Und die 200-Tage-Linie, die kommt von unten auch angerauscht, ist nicht mehr allzu weit entfernt. Also wer diese Empfehlungen von uns in dem Sektor verpasst hat oder wer generell im Goldbereich da Positionen aufbauen möchte, ich glaube, dem bietet sich dieser Tage wieder mal eine gute Gelegenheit. Das gilt eben auch für Barrick. Wie gesagt, in der Spitze waren wir da bei 28, 29 Dollar, im Tief jetzt 22 Dollar, gestern wieder 23,50 Dollar. Und auch das, wenn man sich den Chart anschaut, sieht da wieder ganz, ganz solide aus. Ja, warum Gold? Also ich bin historisch gesehen nie ein großer Goldfan gewesen, weil ich den Sinn hinter Gold nicht verstanden habe. Ja, Gold wirft keine Rendite ab, Gold kann man eigentlich zu nichts anderem gebrauchen, aber wie gesagt, ich habe meine Meinung diesbezüglich geändert durch eben das, was die Corona-Pandemie jetzt auch erzeugt hat, nämlich ein Umfeld, in dem wir höhere Zinsen einfach gar nie wieder haben können. Das kann keine Industrienation vertragen. Von daher ist ein Argument gegen Gold, nämlich dass Gold nicht rentiert, keine Zinsen abwirft, schon mal vom Tisch. Und natürlich, wir wissen nicht, wie die Staaten irgendwann mal ihre Schuldenberge abtragen wollen. Und da hat Gold einfach diese historische Funktion als Krisenwährung, als Vermögensschutz. Und das ist gerade bei vermögenden Investoren ein ganz wichtiges Thema. Und ich habe mich zuletzt immer wieder mal wirklich mit vermögenden Privatanlegern diesbezüglich unterhalten. Ja, und natürlich ist da eine Angst da vor dem, was da möglicherweise irgendwann die nächsten Jahre kommt, was das Thema Bargeld angeht, was das Thema Sparerträge angeht, ja, was das komplette Thema eigentlich Schuldenschnitt angeht. Und da wünschen viele einfach einen höheren Goldanteil für sich selber. Ja, physisch ist kaum noch ranzukommen an Gold. Da ist wirklich Land unter. Und von daher sind die Goldminenaktien eigentlich für mich die beste Alternative, weil die natürlich mit einem weiter steigenden Goldpreis, und den erwarten wir ganz klar, also wie gesagt, die nächste Etappe ist der Widerstand bei 1800 Dollar, dann haben wir die Allzeithöchststände bei knapp 1900 Dollar und dann ist es logisch, dass wir auch irgendwann die 2000 Dollar in Angriff nehmen. Und perspektivisch halte ich in diesem aktuell laufenden Aufwärtstrend des Goldzyklus auch ein Niveau von 2500, im Extremfall vielleicht sogar von 3000 Dollar für möglich, weil einfach die Geldmenge so stark explodiert ist und ich eigentlich aktuell auch keinen Weg sehe, wie wir das wieder zurückfahren. Von daher, das bleibt ein Thema, wo ich wirklich auch guten Gewissens sagen kann, 10-15% Anteil in jedem Portfolio, das kann ein guter Weg sein, sich diesbezüglich da einzudecken. Das waren meine Anregungen für heute, für Sie. Danke fürs Zuschauen. Ja, morgen mache ich mal ein paar Tage Urlaub, werde mal ein bisschen die Mecklenburgische Seenplatte erkunden auf einem Hausboot und werde mich aber auch von dort dann mal bei Ihnen melden. Bis dahin, alles Gute, Ihr Jürgen Schwind.